Ja, hallo miteinander und willkommen beim GlücksTV. Ja, heute darf ich Gast sein im Vordertal bei Jolanda Schuller. Und ich freue mich riesig, darf ich heute mit ihr in einen Austausch gehen, wo wir schon länger das Gefühl hatten, das wäre Zeit, dass ich mal mit ihr über das reden, was sie auch schon beim GlücksTV-Treffen mit uns geteilt hat. Und ja, ich bin einfach so voller Freude. Liebe Jolanda, darf ich da sein bei dir? Danke vielmals. Ja, danke, dass du den Weg auf dich genommen hast, dass wir ein bisschen mehr Zeit haben, da ich noch recht kleine Kinder habe und muss zum Mittag rum sein. Genau. Ja, ja, schön, sagst du gerade, gell? Du hast Familie. Und wenn du jetzt vielleicht gerade für alle, die zulassen, mal kannst du einen kleinen Einblick geben, da wohnst du mit deiner Familie? Genau. Ich habe meinen Mann kennengelernt vor mehr als 10 Jahren, genau, und ich habe mit ihm noch 2 wunderbare Kinder und wir wohnen hier im Vordertal. Ich habe noch ein drittes Kind, der Lars, der ist schon bald 20, genau, also eigentlich ein erwachsenes Kind, das aber auch noch hier mit uns wohnt. Genau. Und du bist ja eigentlich wahrscheinlich dominant bekannt als die kreative Jolanda. Genau. Und es ist so, dass du auch schon viele Menschen hast anstecken können, gell, mit deiner Kreativität. Und wir haben gesagt, wir wollen heute eigentlich vor allem so das Netzwerk und die Co-Kreation, wo einfach immer mehr, wir haben auch gemerkt beim GlücksTV, macht es Freude, wenn man kann, ja, das teilen kann, wo, für das, wo man einfach jeden Tag sich wieder freut, zu arbeiten und zu wirken. Und was es für dich bedeutet, Netzwerken, gell? Und so eigentlich zwischendurch halt vielleicht einmal einfach mutig Ja zu sagen zu einem Projekt, wo nicht gerade alles so klar ist. Genau, aber ich bin so vielseitig und habe einfach nicht gerne so das Administrative und darum habe ich gerne Partnerfirmen, die mir das ein bisschen wegnehmen, dass ich mich wirklich aufs Kreative Schaffen und Wirken kann konzentrieren. Mhm. Genau. Und daraus ist ja deine Selbstständigkeit natürlich, genau, dann eigentlich schon gleich gekommen, gell? Dass ich kann sagen, ich bin selbstständig, aber dass ich nicht alles selber muss machen. Genau. Mhm. Ja. Genau. Und du hast nachher dein eigenes entwickelt, also du hast, ich würde jetzt mal sagen, einen sehr grossen Aufbau natürlich schon gleich gemacht mit all diesen Produkten, also von Firmen, die wir jetzt hier nicht gerade nennen alles, aber du hast einfach gemerkt, hey, liebe Leute, es macht Freude, wenn man Partnerfirmen hat und einfach selber nachher das Kreative einflüssen lassen. Genau. Wie dürfen wir uns das vorstellen? Ja, es ist vor allem im kreativen Bereich, oder? Wenn man Leute begeistern kann, wenn man ihnen zeigen kann, wie sie auch selber mit einfachen Sachen kreativ sein können, dass man gar nicht immer ein super Talent muss haben, um etwas Schönes zu machen, sondern einfach um die Einfachheit ihnen zu zeigen und einen Weg, wie sie das dann vielleicht selber auch können. Genau. Und sich selber die Wertschätzung auch geben, oder? Also viele machen ja mal eine Lehre und denken, ja, also gut, nach der Lehre, dann gehe ich mal schauen, was ich sonst noch machen könnte oder was vielleicht so ein bisschen Verbindung zu der Lehrzeit wieder sein könnte. Und du hast ja, bist ja ursprünglich, kommst du von der Gastronomie. Genau. Gell? Und du hast sogar noch eine Kochlehre gemacht, du hast eben Gastronomie wirklich von Grund auf gelernt. Und das tust ja du auch heute sehr gerne teilen mit den Leuten, die auch mit dir zusammenarbeiten. Hey, es ist so wertvoll, alles, was man mal verlieren durfte, auch einflüssen lassen in den Alltag, oder? Ja, dass man meine Welt in jungen Jahren vielleicht eine Lehre möglichst hoffentlich schon, wo man sich selber dazu entschieden hat. Und dann ist das, glaube ich, vielleicht ein Vorteil der Frauen, dass sie sich vielleicht freier, ungezwungener könnt weiterentwickeln und noch mehr diesen Passionen nachgehen, was vielleicht an einem Mann manchmal ein bisschen schwieriger noch macht in der Gesellschaft. Dass wir da wirklich als Frauen einen Vorteil haben, zum wirklich weggehen, auch mit Familie, sich noch etwas für sich herausnehmen, was man gerne macht. Ich bin sehr gerne mit Leuten
Ich kann sehr gerne mit Leuten zu tun, das heisst, darum habe ich auch die Servicelehre gemacht, den Kontakt mit den Menschen, wo mich auch jetzt als Mentorin oder als Wegbegleiterin vielleicht zum Business aufbauen, wo hilfreich ist, wenn man gerne Menschen hat. Wenn man gerne Menschen hat. Und ich finde es eben auch so schön, gehen wir jetzt gerade so in das Thema rein. Oder? Wir haben ja jetzt heute auch die ganze Situation manchmal in gewissen Arbeitsbereichen drin. Also nehmen wir jetzt gerade schnell kurz Gastronomie, wo es einfach wichtig ist, dass viele Leute dort arbeiten und aktiv sind und gleich nebenan vielleicht noch ihr eigenes auch noch aufbauen können. Und das, dann kommst du zum Zug. Weil du hast wirklich einfach gemerkt, dass Mentoring eben dort dann auch zu schauen, da könnte jemand, der schon mit Menschen arbeitet, eben auch noch ein Netzwerk aufbauen. Ja, eben, um wirklich das kreative Arbeiten vielleicht auf das nächste Level aufzuheben, bin ich sehr gerne da und nehme dich mit einer sehr guten Plattform, die es einfach so einfach macht, dass du dich selber kannst sein, dass du deinen Weg, der für dich stimmt, kannst gehen, aber du hast wie noch eine Community und eine Plattform, die dich unterstützt und dir das Risiko nimmt eigentlich. Genau. Und das passiert im Alltag bei dir ja auch. Also du hast ja nicht mehr so viel Zeit für immer überall noch selber dann aktiv, sagen wir jetzt bei deinen Kursen, die du anbietest. Oder das Beispiel, das du gesagt hast, wenn eine Schule dich anfragt, ja, du dort könntest eben einen kreativen Teil mitschaffen. Du kannst noch etwas machen, aber du willst vor allem möglichst eben auch besonders Frauen, gell? Wieso? Ja. Einen Raum bieten, um so ein bisschen, ja, diese Selbstständigkeit eben auch immer mehr zu leben. Ja. Und dort findet man dich natürlich auch. Also wenn du jetzt aktiv bist, bist du bei einer Schule, denkst, ist das ja ansteckend. Oder wenn die Leute sagen, ich will das auch machen, und dann gehst du eigentlich gerade sehr gerne in Kontakt, oder? Ja, und ich bin sehr spontan auch, wenn mich jemand für etwas anfragt, dann überlege ich, habe ich noch nie gemacht, aber genau, machen wir. Oder ja, wenn mich auch jemand fragt, was schaffst du, dann finde ich, ich arbeite gar nicht. Dabei mache ich, das weiss ich schon, ich mache sehr viel und sehr viel Verschiedenes, aber es ist für mich wie nicht arbeiten. Genau. Eben, weil das sind jetzt die Gaben, die wir jetzt auch in diesem Gespräch alle daran erinnern. Wir haben ja alle unsere Gaben mitbekommen. Wir haben Gaben, und es ist ja schon das Wort drin, mit Gaben kann man etwas vergeben, kann man etwas geben, kann man, aber es ist immer ein Geben und ein Nehmen. Und ich glaube, dort hast du einfach gemerkt, es gibt noch so viele Möglichkeiten, und die hast du, die Palette, die zeigst du immer wieder auch, wenn du aufzeigst, eben die Netzwerke, wo du drin bist selber. Und was würdest du jetzt sagen für alle, die finden, ja gut, Gaben, einerseits habe ich etwas gelernt und habe mich weitergebildet, aber ich glaube, bei dir geht es wirklich so um die Gaben, wo man einfach wahrscheinlich schon in den Kinderjahren merkt, das ist meins, oder? Ja, und das ist auch etwas, was mir sehr Freude macht, oder? Dass ich mit diesen Gaben, die ich bekommen habe, heute kann sagen, ich bin erfolgreich mit denen und ich kann frei und eigensinnig, eigenbestimmt durchs Leben mit Sachen weitergeben, für mich selber brauchen. Ja, bin ich sehr dankbar, dass ich mit meinen Gaben etwas kann bewirken. Ja, das ist so schön, und es ist dir auch wichtig, das hast du mir gesagt, auch zu begegnen. Und das ist zum Beispiel auch bei dem Family Coffee, wo du leitest, oder? Also man trifft dich auch dort an, wo du sagst, ja, stellst du auch deine Zeit natürlich zur Verfügung, aber das ist auch nicht das Arbeiten für dich. Also wie dürfen wir uns das vorstellen? Genau, also richtig, ich habe die Leitung vom Familiencafé zu Buttigen. Und habe dort Gastgeberinnen, die im Kaffee Gäste betreuen. Es ist ein ganz herziges Kaffee, es hat ein extra Spielzimmer. Das Kaffee ist so ein bisschen mit einem kleinen Angebot, aber als ich das kennengelernt habe, wo mein Mitzi-Sohn ganz klein war, ich habe das so herzig und so herzlich gefunden.
Und das war ein spontaner Entscheid, gewesen, die Leitung zu übernehmen, was aktuell war, was jemand gesucht hat, eben weil es so ein Herzensprojekt ist. Aber es ist dort stecke ich nicht volle Energie drin. Das ist genau bei dem, weil ich so viele verschiedene Sachen mache, kann ich auch nicht überall die gleiche Energie reingeben. Und finde das auch schön, dass dort die Frauen ein bisschen selbstständig können Gastgeberinnen sein, aber dass sie gleich jemanden haben, der mit Gastgewerbeerfahrung im Hintergrund ein bisschen leitet und führt. Genau. Und eben, ich bin jetzt gerne noch dort reingegangen. Weißt, es ist immer wieder das Begegnen bei dir so spürbar, oder? Also so Begegnen und dann fängt es ja an, ich meine, rein als Familienfrau bist ja ständig auch immer wieder, ist man herausgefordert als Mutter. Und du sagst ja von dir, du findest immer irgendeine kreative Lösung. Würdest du jetzt, weißt du, so wie, wenn es einen Tipp gibt oder etwas, du sagst, hey, es gibt, mit der Kreativität geht es einfach besser. Oder vielleicht finden wir noch ein anderes Wort. Also, einfach etwas können umkehren oder von der anderen Seite anschauen. Also die Gelassenheit natürlich auch, die ich auch bei dir einfach so immer wieder wahrnehme, wenn ich dir begegne. Ja. Ja. Es ist natürlich, aber Kreativität hilft überall, sei es im Alltag, sei es im Job, sei es wirklich überall. Und es ist aber vielleicht auch die Wertschöpfung, die man machen kann mit der Kreativität. Oder eben, die einen machen es als Hobby wirklich, um sich entspannen, vielleicht haben sie einen Job, der gar nicht richtig stimmig ist, um sich dann auszugleichen. Und das finde ich schön, oder? Dass das wie bei mir einfach eins ist. Es ist nicht der Ausgleich, sondern es ist einfach eine Einheit. Aber es ist die Einheit, oder? Und ich glaube, um das geht es ja immer mehr im Leben, dass man nicht Trennung hat zwischen Job, die Familie. Die Work-Life-Balance. Genau. Dass man da gar nicht... Genau. Dass man im besten Fall ja alles in einem hat und nicht einen Ausgleich noch muss suchen, dass man da zum Job... Und wenn ich jetzt nochmal zurückkomme auf das Netzwerken, gell? So wie... Du hast dort grosse Türen auf. Also für dich ist es klar, du arbeitest gerne mit Partnerfirmen zusammen. Und ja, jetzt, wenn jemand auch findet, ich habe eine gewisse Zeit zur Verfügung, dann kann man sich bei dir melden. Und dann gehst du einmal in so einen Austausch, du hast beraten. Ja, also sehr gerne alle kreativen Menschen oder halb kreativ. Es ist wirklich, dass man ohne Risiko kann auf einen Weg gehen kann, wo für dich selber bestimmt ist, wo du spürst, du kannst es so nutzen, wie es für dich stimmt. Und eben, da tue ich gerne dich beraten, wenn du das Gefühl hast, das könnte eine Möglichkeit sein. Ja, und eben, es ist ein grosses Geschenk, liebe Yolanda, wo du da den Menschen machst, zumal wie nicht die Voraussetzungen hat jeder Mensch, hat eine Offenheit angeboren, oder sage jetzt mal so eine kreative, oder hat jeder Mensch in sich. Und ich glaube, es geht eben nicht nur darum, auf Papier zu bringen, sondern da reden wir wirklich von einem Miteinander, wo es eben auch wieder ein Teilen ist von diesen, von diesen Gaben, die man mitbekommt. Ja. Oder? Und du, für dich ist es, glaube ich, gerade so ein bisschen spürbar, wenn du Leuten begegnest, du hast es als Beispiel gebracht. Du Menschen siehst, dann kannst du, sprichst sie manchmal sogar an, gell? Ja, schon oft. Ja, dass man einfach vielleicht aus der Komfortzone manchmal auch einfach rausgeht und etwas macht, was man noch nie gemacht hat. Dort gehe ich, glaube schon sehr voraus, oder? Manchmal sage ich auch etwas zu viel, oder? Was ich gerade denke, sage ich und es kann sein, dass das jemandem zu viel ist und jemand findet es grossartig. Genau. Aber ich glaube, das braucht es eben, oder? Ja. Wenn die Komfortzone verlassen, die du jetzt noch gesagt hast, das ist für mich so wie ein bisschen über den Schatten springen, oder? Und dort holst du die Leute gerne ab. Ja. Also es ist natürlich, ein Netzwerkmarketing kann sehr unterstützend sein. Es kann dir Risiko abnehmen. Aber man muss ein bisschen schon auch das Flair haben,
für die Selbstständigkeit. Also man muss das auch lieben, dass man sich selber Zeit und Dings einschaffen kann. Und dann gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten. Oder? Du kannst es sehen, du willst dein Hobby finanzieren, du kannst es sehen, du nimmst es auch als Ausgleich und denkst, ja, spannend. Oder du kannst es sehen als ein neues Abenteuer oder als wirklich Job. Und wenn du aber siehst, das könnte mein Job sein, dass du das wirklich auch als Beruf siehst, oder? Dass du dort auch musst investieren, die Zeit und die Energie, dass das dein Job ist. Und das ist nicht für jeden geeignet, aber kann man natürlich auch sich entwickeln. So Netzwerke und Plattformen sind vielfach für Frauen auch eine Möglichkeit zum Wachsen, zum sich weiterentwickeln, zum ja, Persönlichkeitsentwicklung, eine Art, ja. Ja, genau. Und so ganz bewusst den Platz einnehmen und sagen, hey, jetzt nehme ich mir mal wirklich für das die Zeit, um so eigentlich sein eigenes Business können starten. Genau. Ja. Und da bist du natürlich jemand, der sehr gerne dann eben gerade in den Austausch geht. Und man findet das ja auf deiner Webseite. Da kann man in Kontakt gehen über die Webseite. Da findet man natürlich auch noch deine Kurse, wo du ab und zu auch noch gehst, gell? Genau, dort hink ich ein bisschen hinten rein, genau, weil ich nicht überall gleich aktiv sein kann. Aber am aktuellsten und wenn man mich jetzt über das Video kennenlernt oder ein bisschen besser und vielleicht noch ein bisschen möchte verfolgen, ist es wahrscheinlich am einfachsten auf Instagram. Genau, wenn wir auch noch natürlich verlinken. Ist fast ja. Noch einfacher, wenn ja. Auf der Webseite, die doch recht kinderschminklastig ist und so die Angebote, die ich auch noch gebe. Genau. Aber da kommt man natürlich auch aufs Instagram. Ja. Aber wenn man mich noch ein bisschen verfolgen will, ist das am einfachsten. Genau. Ja, unbedingt. Und ja, es ist einfach eine grosse Palette von Farben, eine grosse Palette von Herzensbusiness, wo du einfach unterwegs bist und das seit Jahren und eben auch mit Familie. Und ich glaube, schön ist ja mit Kindern auch, gell, so die Kreativität. Ich meine, Kinder lieben es. Darf ich da mithelfen? Das ist natürlich für dich klar. Genau, zwar nicht immer. Ich bin auch gerne allein. Ja, aber, ja. Genau. Ist jetzt durch das, dass mein letztes Kind ein Mädchen geworden ist, ist das natürlich, weil die das einfach mehr, also meine Söhne sind auch, die haben schön gemalt, aber Mädchen haben das vielfach noch mehr halt in sich, gerade das Wellen basteln und Wellen kreativ sein. Genau. Und wenn du jetzt so überlegst in Zukunft, wie stellst du dir das vor? Also das ganze Netzwerken, Co-Kreation, was wäre so dein Wunsch? Also mein Wunsch und meine Motivation ist im Moment sehr, um ganz verschiedene und ganz viele kreative Frauen zu begleiten und zu motivieren, um einfach mehr aus ihren Talenten zu machen und sich zu zeigen und ihnen die Möglichkeit zu geben, dass sie wirklich auch Geld mit dem verdienen können. Ja, und etwas, wo wirklich, ich glaube, das kommt auch viel mehr wieder, die selber gemachten Sachen, die Sachen von Herz, wo man gar nicht mit Geld ausgleichen kann. Aber dort sind wir genau bei dem, gell? Die Frauen zu unterstützen auf ihrem Weg. Und ganz viel von denen. Ja, und du machst das mit so einer Leichtigkeit eben. Und nicht mit, ich weiss, wie es geht, sondern du teilst das, deine Gaben teilst du und erinnerst andere wieder an ihre Gaben und die können es auch wieder weitergeben. Genau, das ist ja das Netzwerk, oder? Das Netzwerk. Ich habe auch viele Frauen angeschrieben, die ich weiss, die sind schon erfolgreich, die haben schon ihren Platz im Leben, die haben schon den Mut gehabt, um etwas zu machen, dass ich die auch wie mitnehme, dass ich weiss, dass die auch Frauen können motivieren und begleiten und unterstützen. Das ist ja, dass ich dort schon sehe, ich muss auch nicht alles allein, sondern dass ich wie Hilfe auch bekomme, um Frauen zu begleiten. Genau. Schön, wie du das jetzt gesagt hast. Man muss es eben nicht alleine machen. Wir sind
ein grosses Netzwerk von Menschen, die einfach finden, ja, dort kann ich ein Teil davon sein und trotzdem auf dem eigenen Platz in dieser ja, Schöpferkraft oder einfach so das, was man gerade will, teilen kann man natürlich immer machen, das ist klar. Aber zu wissen, dass du da ein grosses Feld einfach auch zur Verfügung stellst und immer eine Lösung findest und man den Plan nicht immer muss wissen. Nein, Plan habe ich fast nie. Wäre manchmal etwas hilfreicher. Oder, und ich merke jetzt, ein bisschen Struktur und ein bisschen Plan wäre vielleicht hilfreich, aber es ist ein Merkmal von mir, dass ich doch sehr spontan und flexibel auch bin. Genau. Ja, und ich kann mir vorstellen, dass jetzt hier da Leute hat, die das zulassen und finden, oh ja, dort könnte ich ein Teil sein in diesem Business, oder dort sehe ich mich, und dann können sie mit dir eben in Kontakt kommen. Ganz besonders über das Insta oder natürlich auch über deine Website, die wir wieder einblenden. Genau. Hey Jolanda, so schön, haben wir dürfen ein bisschen eintauchen, ich dürfen hier bei dir daheim ein Gast sein und einfach so merken, wie du ja, gehst für das, und ich danke dir von ganzem Herzen. Danke dir auch vielmals. Das war schön. Mega, und auf alles, was jetzt weiter blühen darf und was wir teilen dürfen, freue ich mich ganz fest. Danke vielmals. Für euch auch alles Liebe. Habt's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Tschüss.